Die Krise weg, es wird heißer, der Tanz.
dass er so lange warten müsst, aber so ist das halt mit der Technik. Wenn man sich einmal so drauf einlässt, dann kann das schon mal passieren. Zu unserem Programm. Im ersten Teil beschäftigen wir uns so ein bisschen so mit der Krise. Ein paar Streiflichter, was uns so an der Krise aufgefallen ist, was wir meinen, womit etwas zu tun haben könnte. Kommen auch ein paar Leute zu Wort, die so ihre Meinung sagen. Wunderland kann man kaufen allerhand. Große, kleine, bunte Sachen, die den Leuten Freude machen. Doch oh Schreck, doch oh Graus, düster sieht die Zukunft aus. Die Waren bleiben im Karton, wer will ein Ding zweimal schon? Tische, Stühle, Garnitur, Heizung, Teppich und die Uhr. Rekorder, Fernsehen, Radio. Für die Mixgetränke, Garderobe, Bohrmaschine, Kaffeemühle, Brotmaschine, Bügeleisen, Herd und Toaster, Kühlschrank mit Sofortdefroster, Telefon, Kaffeemaschine, Auto und die Waschmaschine. Ist kein Platz, wer sich's leisten kann, der hat. Die Zimmer sind voll, voll ist der Keller. Trotzdem produziert man immer, immer schneller, immer schneller, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Voll sind alle Schränke, voll. Keiner weiß mehr Geschenke, nur wenn was kaputt geht. Keine Steckdose mehr frei, keine Küchennische leer, weiße Ware geht nicht mehr. Und die Schwester Fräulein Braun auch nicht besser anzuschauen. Zu wenig Kunden, zu viel Waren, pleite Geier wird sich lahm. Neff und Zanker, Köpersbusch, AEG, von Kopf bis Fuß. Bauknecht Miele, auf halber Kraft, Juno Linde, schon weggerafft. Altschaub Lorenz, aus der Traum. Und nicht alleine, schafft es kaum. Löwe Opta, Videokolor, kommen auch schon nicht mehr vor. In der Wohnung ist kein Platz, wer sich's leisten kann, der hat's. Die Zimmer sind voll, voll ist der Keller. Trotzdem produziert man immer, immer schneller, immer schneller, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Voll! Sind alle Schränke, voll! Keiner weiß mehr Geschenke, nur wenn was kaputt geht, der Mode im Weg steht, kauft man Ersatz aus der Menge. Voll! Sind alle Schränke. Deutschen Lieblingskind wächst nicht mehr wie eins geschwind. Der Automat wird immer voller, der Konkurrenzdruck immer doller. Nur so viel wie verschrottet wird, wird im Wälde produziert. Von den Konzernen jeder Zweite überlebt der Rest in Pleite. Simca Chrysler und Talbot gehören heute schon Peugeot. VW und Audi, Ehe der Vernunft gegen Toyota und Datsun. Macht schon lange nicht mehr Kasse. Daimler-Benz, BMW und jeder weiß, nur einer überlebt. Auf dem Automat ist kaum noch Platz. Wer sich eins leisten kann, der hat's. Und bis auf 10 gehen alle in den Keller. Trotzdem produziert man immer, immer schneller. Immer schneller, immer schneller, immer schneller. Voll sind die Konsummütermärkte. Voll.
den westlichen Wirtschaftsküchen zurzeit bekannt und auch beliebt ist. Bonjour, buenos dias, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich in unserem internationalen. Eine Arbeitslose, der zuvor etwa 1 bis 2 Jahre stramm gewickelt in ein soziales Netz durchgehangen haben sollte. Diese Hänger müssen wir befreien aus dem sozialen Netz und eine Woche vor der Zubereitung in eine Krisenmarinade ziehen lassen. Wir verwenden dazu 3 Pfund Rationalisierungsquark, 4 Tütchen Rohstoffmangel, Ost-West-Gewürze, 2 Teelöffel Itaiko Shufti, japanische Arbeitswut, Sie wissen, und, Mesdames, Messieurs, und 7 frische Raketenspitzen. 7. Nicht 6, nicht 8, 7. Und frisch müssen sie sein. Raketenspitzen sind derzeit sehr gut zu bekommen. Die Saison hierfür ist ausgezeichnet. Sie finden sie an fast jeder Ecke. Zurück zu unserem Arbeitslosen. Nachdem er nun eine Woche lang in die Krisenmarinade gelegen, ist er entsprechend mürbe und aufgeweicht, sodass wir ihn fachgerecht, versteht sich, bis auf die blanke Haut ausnehmen können. Wir entfernen zuerst alle überflüssigen Fettpölsterchen, sie verderben uns nur die Investitionslos, und drehen den Arbeitslosen anschließend durch den sogenannten Ronny Wolf, bis dass er in diese neue Backform der Firma Jupp Stingelchen und Sozialkosten GmbH hineinpasst. Die neue Backform ist leider aufgrund des bekannten Einsparungs-Frio-Verfahrens etwas klein geraten. Das macht nichts, wir werden ihn da schon hineinbekommen. Anschließend übergießen wir diesen unansehnlichen Punk mit einer Prise Gewerkschaftsratlosigkeit und englisches Maggi. Ja, englisches Maggi. Sie erst ergibt den gehaltvollen, schlechten Beigeschmack. Diesen Arbeitslosen schieben wir anschließend in die Backröhre und lassen ihn bei möglichst hohem Zinsniveau, Stufe 8 bis 12 würde ich sagen, durchgaren. Durchgaren, bis dass sich bei ihm eine appetitliche Skandalbräune einstellt. In diesem Moment, Sie wissen, Mesdames et Messieurs, appetitliche Skandalbräune, in diesem Moment ist der Arbeitslose mit einer geschickten Politwende die Backform zu entnehmen. Nun, Mesdames et Messieurs, ich habe das Rezept schon vorbereitet und in die Backröhre geschoben, es wird wohl gleich fertig sein. Als Getränk zu dieser Mahlzeit empfehle ich hierbei ein Gläschen, es riecht etwas streng, aber das kommt manchmal gut. Als Getränk hierzu empfehle ich ein Gläschen Sachzwangextrakt mit zerriebenen Exportübernüssen, Überschüssen und würde, es riecht immer noch sehr, sehr streng, mein Arbeitsloser ist, mein, ach, mon Dieu, mein Arbeitsloser, ich, Mesdames et Messieurs, es ist mir außerordentlich peinlich, aber der Arbeitslose hat das Rezept nicht verkraftet und ist mir völlig verkohlt. Ich verstehe nicht, warum, aber ich habe genau nach Rezept gehandelt. Es ist inzwischen der 84. Arbeitslose, der mir bei diesem Rezept verkohlt. Ich weiß nicht warum, obwohl ich genau nach Rezept gehandelt habe, ist er mir zum 84. Mal verkohlt. Situation ist für uns wirklich, dass auf der einen Seite die Kaufhäuser randvoll sind mit allen möglichen Sachen, die Leute die Geschichten kaum noch loswerden, dass auf der anderen Seite die Arbeitslosen immer mehr werden und dass das mit immer weniger Leuten tatsächlich immer mehr produziert werden kann. Das Problem bei der Arbeitslosigkeit scheint für
für viele wohl nur zu sein. Wie kriegen wir das geregelt, dass die Arbeitslosen nicht mal auf die Straße gehen und womöglich fragen, also muss das eigentlich alles so sein? Und da ist dem Präsidenten der Handwerkskammer Dortmund ist dann gestern wieder was Neues eingefallen, was eigentlich gar nicht so neu ist. Der hat laut über eine Pflicht zur Arbeit nachgedacht, also sowas wie einen Arbeitsdienst wieder einzuführen, was war ganz schön bedenklich. Wir kommen direkt vom Innenminister, wir kommen jetzt öfter. Wir leiten sozusagen die kulturelle Wende ein, damit wieder andere Werte auch auf eine solche Bühne kommen wie
Ordnung, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Redlichkeit. Ja, also mancher kennt das vielleicht noch von seinen Eltern. Wir werden das ein wenig beleben, fassen das in ein paar Verse und Melodien. Na, das werden ja hören, Herr Kapellmeister. Tja,
es ist die Zeit der großen Opfergänge. Und alle opfern eine Menge. Wir Unternehmer gehen sogar noch einen Schritt weiter. Ja, wir opfern sogar unsere Mitabopfern, sogar unsere Mitabopfern. Zu Hause am Fernsehschirm, hier ist sie wieder, die fröhliche Technikerstunde. Wie immer Mikrofon, euer Chippy. Also Leute, hört mir mal genau zu, nicht? Ich habe mich heute in die Werkshalle eines großen Automobilkonzerns geschlichen, wollte mich mal hier so ein bisschen umblicken, wie die Sache so läuft. Wirklich irre, was hier zu blicken ist, wirklich irre. Also pass mal auf, modulverstärkte Analogietechnik, indirekte Bandstraßenausleuchtung, Rückkopplungsanzeiger und die ganze Sache kontrolliert von Robotern der dritten Generation. Mit der Fähigkeit zur sensorischen Selbstanalyse. Wow! Ja, und übrigens, bei der Gelegenheit sei es erwähnt, die Humanität, Leutchen, die Humanität feiert in diesen Werkshallen einen ihrer größten Triumphe. Kein Arbeiter mehr weit und breit. Ja, nee, also der sich diesem Lärm und Dreck und diesem Staub aussetzen muss, ne? Und doch ist es eine Handvoll hochqualifizierter Leute, die diese scheinbaren drunter und drüber fest im Griff haben. Wir haben ja Glück, Leute, wir haben ja Glück. Da sitzt der Abteilungsleiter. Herr Müller-Scheibenwischer, ja, scheint wohl sehr vertieft in wichtige Schaltpläne zu sein. Ja. Hey, Herr Müller-Scheibenwischer, ich bin's. Schippi von der fröhlichen Technikerstunde. Ja, Herr. Herr Müller-Scheibenwischer, erklären Sie doch mal den Leuten zu Hause am Fernsehschirm, wie die Sache hier so läuft. Ja, warte mal. Ja. Also nehmen wir doch den Zusammenbau des himmelblauen Wagens dort hinten. Den da hinten, ja? Ja, des himmelblauen. Ja. Bei dem himmelblauen sieht man also, dass... Ja, jetzt bauen Sie die Karosserie zusammen. Ja, richtig, Schippi. Und jetzt kommen die Außenteile. Ja. Die Außen. Die Antenne, die Reifen, der Außenspiegel. Ja. Nee, ja doch. Ja. Ja, jetzt. Ja, die setzen den Außenspiegel ja aufs Dach. Da. Tatsächlich. Da. Und da. Ja. 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 Ist ja. Chippy, ich nehme an, das verringert den Luftwiderstand. Ah. Ja. So. Ja, und jetzt? Und jetzt? Da, der kleine grüne Roboter da hinten. Jetzt packt er doch den Autositz unter die Motorhaube. Ach, Schippi, ist das denn? Ruhig. Wissen Sie, das ist Jürgen 3-4. Jürgen! Der hat immer einen kleinen Scherz unterm Gehäuse. Wissen Sie, der versucht ständig aus einem 5-Personen-Auto ein 6-Personen-Auto zu machen. Ja, und jetzt? Und jetzt? Herr Müller-Scheibenwischer, jetzt kleben Sie die Auto-Innenverkleidung ans Dach. Ja. Ja, was wollen Sie denn, Chippy? Die Auto-Verkleidung gehört ans Dach. Aber doch nicht von außen ans Dach. Guck doch. Und, oh. Tatsächlich. Ja. Oh. Vielleicht. Ja, das soll den Außenspiegel verdecken. Aber die lassen ja nicht mehr mit sich reden, die Jungs. Ich hab's versucht. Da. Oh, Chippy ist halb ein. Da auch. Ich hab Mittagspause. Und da. Kantine, ja. Was? Kantine? Pause? Ja, und das Chaos hier, das Durcheinander. Ja, Leutchen, das war sie dann wieder, nicht?
die fröhliche Technikerstunde von 6:45 bis 3:15 oder so. War wieder nett mit euch zu Hause und ich nächste Woche nicht und ich gehe dann jetzt, ja, wie immer, und jetzt gehe ich also und jetzt, Herr Müller, schreib mich ja, jetzt schütten die braune Farbe über den blauen Wagen, da hinten, oh, das ist doch hier, da drüben. Ja, ganz so schlimm kann es gar nicht kommen, wie in diesem kleinen Stück hier, weil wir haben ja unsere Gewerkschaften, die immer ein waches Auge drauf haben bei solchen Entwicklungen. Und gestern stand in der WAZ auf die große Schlagzeile 28.000 Industrieroboter bis 1990 in Betrieb. Drunter Bleicher befürchtet Verlust von 200.000 Arbeitsplätzen. Wir alle wissen, wenn der DGB erst einmal richtig anfängt, was zu befürchten, dann passiert das auch. Und wir wollen aber jetzt selber mal gucken, was unser Gewerkschaftsfunktionär überhaupt mal so zur allgemeinen Lage zu sagen hat. So. Gummimantel? Hebben sie nicht?
kann ich Ihnen ja helfen. Ich habe da eine Pülverchen, das... Wir wissen natürlich nicht, was dieser alte Oberförster bei saurem Regen empfiehlt. Wir von der Deutschen Kraftwerksunion empfehlen bei saurem Niederschlag. One, a two, a one, two, three, four. Wein doch nicht, wenn der Regen fällt, dann, dann. Dam, dam, nur weil viel SO2 enthält. Dam, 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 dam. Marmorstein und Eisen bricht, doch die Dividende nicht. Alles, alles, alles geht vorbei, selbst Cadmium und Blei. Denk doch mal an deinen Arbeitsplatz. Dam, 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 dam. Dann sei ruhig und mach keinen Rabatt. Dam, 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 dam. Marmorstein und Eisen bricht, doch die Dividende nicht. Alles, alles, alles geht vorbei, selbst Cadmium und Blei. Und together now! Marmorstein! Bitte? Ich hab ja gleich gesagt, die wollen nichts mit Deutschen machen. Ja, Arthur, ich wollte ja gar nicht mehr singen. Ja, das waren die schrägen Töne der Unternehmer, ja, wie sie bekannt sind und auch bekannt eigentlich aus anderen Branchen. Zum Beispiel die Stahlbranche. Dauernd wird geredet von Stahlkrise. Von Stahlkrise. Wir haben uns eigentlich überlegt, das ist eigentlich eine Stahlarbeiterkrise. Ja, wenn man hört, Arbeiter-Stahl, wie viele Leute entlassen werden oder vielmehr vorzeitig in den Ruhestand gehen müssen, wie viele Leute über Thyssen rausfliegen. Wir haben uns mal überlegt, dass eigentlich, solange Gewinne gemacht wurden, waren sie privat und gehörten den Unternehmern. Und jetzt, wo also Verlust gemacht wird, da muss halt der Staat und müssen wir alle ran. Mit Erfolgen prahlen schlechte Zeiten.
mit dem Programm. Also diese ganzen Umbauten, die müssen noch ein bisschen glatter werden, aber das ist toll, wenn er so viel Verständnis dafür hat. Als nächstes kommt ein Stück, das mit dem vorherigen an sich kaum etwas zu tun hat und wir haben auch nicht versucht, das irgendwie künstlich da dran zu binden, ist ein Stück zu Lateinamerika. Wir haben das in das Programm genommen, auch ruhig an dieser Stelle, weil es uns einfach wichtig ist, das Lied zu spielen. Das ist ein Stück, was wir geschrieben haben zu den Sachen, die in El Salvador und in Nicaragua passiert sind. Und leider hat das auch eine verdammte Aktualität wieder wegen Grenada erhalten und man kann leider schon mal gespannt sein, was das nächste sein wird. Nicaragua, Chile, das Wort.
Casino machst dich zu frei mit dem Gewehr. Doch wir singen hier ohne Angst und Not, und das ist nicht schwer. Wir fangen jetzt also mit dem zweiten Teil des Programms an. Der ist also im Gegensatz zum ersten Teil, handelt der jetzt von der Innenpolitik. Dabei schauen wir am Ende die Kulisse der Polizeischule, um zu sehen, wie sich die Polizei eigentlich auf den heißen Herbst vorbereitet hat. Weiterhin kümmern wir uns um V-Leute und Verfassungsschützer, und auch das Wendesextett hat einiges zum Thema Innenpolitik zu sagen. So, aber jetzt bitte ich um einen wohlwollenden Applaus für die Hüter des Gesetzes. Der eine liest und der andere passt.
nicht auf. Was ist denn das da? Was lesen wir denn da? Und die Bibel hat doch recht, Chef. Hier, Kapitel 11, Markus 13. Selig sind die Friedfertigen. Nee, kenn ich nicht. Also ist doch egal, Männer, Abschlussprüfung. Stellt euch mal vor, ihr spaziert an einem sonnigen Samstagnachmittag so völlig ahnungslos mit Schild und Knüppel bekleidet die Zufahrtsstraße zu einem Raketenstützpunkt entlang, biegt um die Ecke und plötzlich steht sie vor euch. Ihr sitzt mal gerade. Nee. Sitzt er vor euch, diese Stehblockade und... Nee, auch nicht. Also egal, ob sie sitzt oder steht. Männer, was machen wir denn, hä? Ja, Chef. Knüppel aus dem Sack und rein ins Bein. Ja, Moment, Männer, nicht so schnell. Wir müssen erst mal feststellen, Wir müssen mal gucken, was in diesen Leuten vorgeht. Was sie antreibt, sich dorthin zu setzen. Was mag diese Leute bloß antreiben? Was sie antreiben, wir natürlich. Paragraph 3, Absatz 1. Wir müssen zuerst einmal feststellen, ob Gewalt vorliegt. Na, richtig, Mann, richtig. Chef, auch gewaltloser Widerstand ist Gewalt. Hab ich in der Bildzeit. Hat er gelesen? So. Kann er schon lesen, ne? Ist ja wunderbar. Ist egal, Mann. Also, Gewalt liegt vor. Immer geklärt. Bleibt nur noch die Frage, Männer, um welchen Blockadetypen es sich handelt. Also, würde sagen, ich stelle euch jetzt 5 Typen vor und möchte von euch wissen, um wen es sich handelt. Klar. Nicht also, Chef, bis auf einige Punkte ist mir alles klar. Chef, ich habe da auch noch ein Problem. Und zwar geht das, Chef, mein Deckname gefällt mir gar nicht. So. Deckname gefällt dir nicht. Wer hat einen Decknamen? Wie? Und den. Bleib dabei. Decknamen wie abgesprochen. Starsky, Herr Chef, Patsch, Miss Marvel. Also, Männer, Blockade Typ 1. Wasser sein, das weiche Wasser.
Typ zu erkennen? Wild verwegener Blick, aggressive Körperhaltung. Gaswerkstein, Frau Jacke, ja, wir können uns nicht vorstellen. Moment, bis warten. Schiff, der hat doch gesungen, das weiche Wasser. Ist doch egal, Wasser bleibt Wasser. Abräumen! Ja, Männer, ihr habt's drauf, ihr habt's kapiert! Lokale Typ 4, ne? Jetzt? Tja. Das geht doch los! Chef, das war der Blockadenprofi! Mit allem Wasser gewaschen, verpflegt für 3 Wochen immer dabei, 2 Paar Reserveschuhe, letzte und nicht einmal auf die kleinsten. Gewaltig, allein mit der Polizei ein! Was denn, Chef? Der ist total gewaltfrei? Ja, solche Leute brauchen wir mehr, auch bei uns. Du Schlaffi! Männer, keine Panik! Was machen wir denn mit dem zuerst? Abräumen! Männer, ihr habt's kapiert! Ihr habt die Sache gecheckt, ihr seid gut drauf! Ich würde sagen, jetzt kommt zur Krönung, der Blockade Typ 5, da könnt ihr nochmal so richtig zeigen, wie die Sache funktioniert. Zimmermann, hab ich so. Doch, ey, Jungs, gut! Oh, warte mal, hab ich den Jungs? Gebaut wird, gibt's fast kein Zurück. Dann fällt ein Symbol, dann läuft dann ein Programm, das Programm des nuklearen Größenwahn. Du hast eine Menge gelesen, Nächte durchdiskutiert, bist dir deiner Sache sicher und doch ist es passiert. Du hast Angst, einfach Angst, auf die Straße zu gehen und für das, was du denkst, nach außen zu stehen, doch du willst, wann und wo es dir passt, demonstrieren. Nicht in Bonn oder Hawaii, sondern am Zaun soll's passieren. Aber 100 Polizisten sind in deinem Gehirn, was Verbotenes tun, zu viel riskieren. Was Verbotenes tun, zu viel riskieren. Einfach nicht, denn wenn wir
Und wird läuft ein Film und vielleicht ohne Happy End, mit dem Verfahren am Hals, einer Vorstrafe am Hemd. Mit dem Verfahren am Hals, einer Vorstrafe am Hemd. Du weißt ganz genau, dass nur was zu verhindern ist, wenn ihnen klar wird, dass du wirklich fest entschlossen bist, seine Anzeige und ein Verfahren zu riskieren, damit sie sehen, so einfach können sie ihn nicht stationieren. Denn allein die Friedensrennerei, die kann's nicht bringen. Und wenn man dreimal um die Welt rennt und wird tausend Lieder singen, doch schon wieder hat dich der Gedanke ereilt. Du stehst vor Gericht, du wirst verurteilt. Du stehst vor Gericht, du wirst verurteilt. Du stehst vor Gericht, du wirst verurteilt. Ja oder nein? Und nach intensiver Diskussion in der Gruppe haben wir uns auch zu einem Ergebnis durchgerungen, das wir jetzt als Gedicht vortragen wollen, an Friedrich Z. Lieber Friedrich, im Gedicht wollen wir es dir sagen, brav und artig waren wir nicht an so manchen Tagen. Aber bessern wollen wir uns, unsere Stationierung, versprechen wir dir Disziplin und eine gute Führung. Wir sagen dir auch schon mal an, dass wir nur blockieren, weil dann kannst du mit deiner Polizei auch viel besser reagieren. Auf die Polizisten sind wir sauer nicht, die tun ja auch nur ihre Pflicht. Bei dir war's letztens wirklich schön, wir freuen uns schon aufs Wiedersehen. Großes Ehrenwort! Ja, nochmal Bühne frei für uns. Das ist uns alles gar nicht entgangen, also das mit dem Blockadelied, das fanden wir gar nicht so schön. Und auch jetzt diese ohne People und gerade in diesem Beitrag, die ist uns auch nicht entgangen. Das geht ja alles mit dem Gleichen. Wir setzen was dagegen. Herr Kapellmeister.
München, Abteilung V, Ringel, grüß Gott. Wer ist da? Herr Walter. Grüß Gott, Herr Walter. Womit kann ich Ihnen dienen? Ach so, Sie wollten sich bewerben um die ausgeschriebene Stelle als V-Mann. Ja, Moment mal, Herr Walter. Woher wissen Sie überhaupt? Wir hatten die Stelle doch nur intern ausgeschrieben. Ach so, Sie kennen den Herrn. Ja, das ist etwas anderes. Ja, Herr Walter, dann müssen Sie auch unseren Losungsspruch kennen, den Sie jetzt bitte vervollständigen würden. Also, was du heute kannst besorgen, na? Ja, richtig, Herr Walter, den verprügel nicht erst morgen. Ich sehe, wir liegen auf einer Linie, Herr Walter. Was? Ob Sie überhaupt noch eine Chance haben? Ach, Herr Walter, wissen Sie, bei uns hat eigentlich jeder eine Chance. Die Voraussetzung, ja. Herr Walter, es wäre sehr gut, wenn Sie eine abgebrochene Lehre oder ein abgebrochenes Studium vorweisen könnten. Und, Herr Walter, wenn Sie in einer WG leben würden, das wäre von unschätzbarem Vorteil. Was? Ich soll konkreter werden? Ja, gut. Herr Walter, wir haben auch sportliche Anforderungen an Sie. Was? Ja, passen Sie auf. Ach so, Sie hatten in Sport eine 2. Ja, Herr Walter, ob das reicht, das kann ich Ihnen allerdings nicht sagen. Aber, Herr Walter, Sie können Ihre Fähigkeiten jederzeit hier mit unserem Polizeibeamten auf dem Hof messen. Was? Ja, ich werde jetzt konkreter, Herr Walter, selbstverständlich. Also, eine 100 Meter Weglaufzeit unter 13 Sekunden müssen Sie schon erreichen, Herr Walter. Und einen Pflasterstein-Weitwurf von 12 bis 15 Metern, je nach Größe, verlangen wir auch. Was? Sie sind 1,70 Meter. Nein, ich meinte eigentlich mehr die Größe des Pflastersteins, Herr Walter. Ach so, ja, Herr Walter, bevor ich es vergesse. Können Sie provozieren? Was? Ich sagte, Herr Walter, ob Sie provozieren können. Was? Ja, Herr Gott, nochmal, Herr Walter! Ach so, hervorragend, Herr Walter, ganz hervorragend. Das können Sie ja schon. Was? Was wollen Sie haben? Garantie? Ach so, Sie wollen Garantien haben, ja. Ja, Herr Walter, Sie sind auf jeden Fall AOK-Mitglied. Und, Herr Walter, Sie bleiben immer anonym nach unserem Abteilungsmotto. Wir kennen Sie nicht, Sie kennen uns nicht. Gut. Ja, Herr Walter, lange Rede, keinen Sinn. Da schon übernächste Woche ein Job für diesen, ein Auftrag da ist, bewerben Sie sich bitte sofort. Wissen Sie, Herr Walter, da findet wieder so eine Demo statt und wir müssen befürchten, dass sie gewaltfrei wird. Sie verstehen? Alles klar, wiederhören. Nichts ging ohne mich.
Telefone anzuzapfen, traurige verstehen, selbstverständlich meist in der Illegalität. Das war ein Kribbeln, das bis zur Fußspitze geht. Natürlich lief da nichts ohne Risiko. Doch nur so war ich den Ereignissen voraus. Ich lieferte die Neuigkeiten brandheiß unter Druck. Kurz, mein Wagen zahlte sich aus. Möchte ja mit dem Gesetz in Konflikt kommen, was aber nach dem neuen Demonstrationsrecht überhaupt nicht so einfach ist. Scherz, muss sein. Selbstverständlich ist es ein Kinderspiel, wenn man mit Hilfe des DDT gut vorbereitet ist. Kommen wir einmal zu unserer ersten Übung. Das größte Problem nach dem neuen Demonstrationsrecht ist ja wohl zweifelsohne das Abwiegeln, das sogenannte Wiggling Down. Hierzu ein kleiner Test. Sollten Sie ihn erfolgreich bestehen, winken ein paar nette Präsente. Wir stellen uns einmal vor, wir befinden uns hier auf einer großen Demonstration zu einem Thema, das uns alle tief bewegt. Sagen wir, ja, für einheitliche EG-Verpackungsrichtlinien bei Blaubeerkonfitüre. Das Motto einer solchen Demonstration könnte vielleicht lauten, nur wo Blaubeere draufsteht, darf auch Blaubeere drin sein. Ich hoffe, wir sind gut eingestimmt, wir sind ein bunter Zug von Demonstranten mit Wimpeln und Spruchbändern. Nette Polizisten sichern unser Recht auf Demonstrationsfreiheit. Doch da, was muss ich erblicken, an der Spitze des Zuges formiert sich ein Grüppchen. Ich sehe schwarze Fahnen, Helme, Tücher. Um Gottes Willen, es fliegt das erste Glas mit Blaubeerkonfitüre, trifft einen Polizisten am Helm. Die ganze Konfitüre läuft sein Visier entlang. Jetzt wird manchen von uns klar, meine Damen und Herren, warum diese netten Beamten die Helme und Schilder überhaupt mitgebracht haben. Es fliegen weitere Gläser, ich sehe nur noch blau.
Meine Damen und Herren, wie würden Sie sich verhalten? Machen Sie mit. Denken Sie an die Präsente. Auf die Plätze. Fertig. Los. Stopp. Tut mir leid. Diesmal gibt es keine Präsente. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Wie hätte denn nun das Abwiegeln eines jeden Einzelnen von uns aussehen können? My personal wiggling down. Zunächst einmal hätte ein entschiedenes, aber nicht doch, schon von Ihnen allen erwartet werden können. Wenn schon kein geballter, spontan organisierter Sprechchor möglich war, wie zum Beispiel Gläser, Schmeißer, Hopp, 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 Seite, der mir glaubt im Kopf. Oder für unsere Intellektuellen, deine Demonstranten, wer schmeißt denn da mit Konfitüre? Der fehlt wohl Gandhi als Lektüre. Oder für unsere einfachen Geister, die Blaube ist ein schönes Kraut, ein Bösewicht, wer damit haut. Oder für unsere Polizisten direkt, wer schmeißt denn da mit Konfitüren? Lass die Polizei probieren. Also, das war doch wirklich nicht so schwer. Eine weitere Möglichkeit des Abwiegelns besteht in der direkten Kontaktaufnahme zu den Gewalttätern, um mit ihnen zu reden. To wiggle in a speak. Also, da muss man schon mal seine Berührungsängste mit solchen Subjekten überwinden. Ja, ein Problem nach dem neuen Demonstrationsrecht tritt eben auf, nach einer erfolgten Festnahme, nach einem Verfahren gegen mich. Ja, wie kann ich denn jetzt beweisen, dass ich abgewiegelt habe? The wiggling beweising. Also, Tonbänder, Videoaufnahmen und Bilder. Ja, denkst du, das gilt nämlich nur auf Seiten der Polizei. Wir brauchen etwas Schriftliches von Mitdemonstranten, die bestätigen, dass wir abgewiegelt haben. Damit die Aussagen nicht als vor Gericht als abgesprochen gelten, brauchen wir Aussagen von 5 Mitdemonstranten aus 6 Städten. Scherz, muss sein. Es reichen natürlich Aussagen von 4 Mitdemonstranten aus 5 Städten. Ja, wer sich mit dieser Strategie überfordert fühlt, vielleicht kann er dann direkt auf die Gewalttäter zugehen. Ich habe mal einen kleinen Vortritt vorbereitet. Also der spricht einen Gewalttäter an. Also hiermit bestätige ich, das ist dann für den Gewalttäter selbst, dass Herr, Frau, das steht dann für Ihren Namen, bei der Demonstration am, das steht für das Datum, versuchte, mich von gewalttätigen Aktionen abzuhalten. Nicht vergessen, Datum und Unterschrift des Gewalttäters. Wer sich mit dieser ganzen Strategie noch überfordert fühlt, für den haben wir eine Alternative entwickelt. Das sogenannte Suddenly Verdachting. Allerdings nicht so sehr zu empfehlen für unsere Seniorendemonstranten und Eltern mit Kindern. Wer an Familie, Beruf und Karriere zu denken hat und das alles nicht machen kann, für den gibt es jetzt die Home Demonstration. Wir ziehen uns an wie für eine ganz normale Demonstration, schmieren die Butterbrote für den ganzen Tag und laden ein paar nette Leute ein, mit denen wir dann ganz bequem den Teppich blockieren. Das ist nämlich viel bequemer, als auf dem harten Asphalt zu sitzen. Sehr viel Spaß hat man, wenn zusätzlich auch noch das Klo blockiert wird. So, jetzt kommen wir einmal zu unserer letzten Übung. Die Frage, die uns immer wieder gestellt wird, gibt mir das Demonstrieren in der Badehose Sicherheit? Die Frage ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Bei der Home Demonstration gibt es nur bedingt Sicherheit. Wir empfehlen auch noch andere Verhütungsmittel. Scherz, muss sein. Bei der Demonstration auf der Straße ist sie sicher. Bei der Demonstration auf der Straße ist sie sicher. Wir haben uns beim Gesetzgeber rückversichert, Entschuldigung, natürliche Gegenstände in der Badehose gelten nicht als Schlaginstrumente. Sollten allerdings außergewöhnliche Beulen in der Badehose sichtbar werden, muss man schon mit einer Leibesvisitation rechnen. Überhaupt sollte man bei jeglichem Anzeichen von Gewalttätigkeit sämtliche Kleidungsstücke sofort fallen lassen, um seine völlige Gewaltlosigkeit zu demonstrieren. Diese Übung kann man glücklicherweise jederzeit zu Hause vornehmen, allerdings nicht vor einer so großen Gruppe wie hier, weil das letzte bisschen Schamgefühl in jedem von uns ja erst einmal überwunden sein will, nicht? Also, jetzt kommen wir zu unserer letzten Übung. Ziehen Sie sich, wenn ich das Startzeichen gegeben habe, so schnell aus, wie Sie können. Ich werde mich dann ganz diskret nach hinten verziehen, damit Sie ganz unter sich sind. Wer als Erster in der Badehose hinter der Bühne erscheint, gewinnt den Hauptpreis. Auf die Plätze, fertig. Ja, wir bleiben wohl auf unserem Hochkreis noch ein paar Vorstellungen sitzen.
letzten Stück, weil wahrscheinlich die Zeit auch gar nicht mehr reichen wird. Lebe wohl, gute Reise.
Die Menschen bessern sich dadurch nicht. Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt.
man sich dadurch nicht. Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt. Nein, nein, nein.